Ich hab ihn. Mein Kartenplotter ist da. Zumal das Wort Kartenplotter echt oldschool ist. Wer sagt denn noch Kartenplotter? Die Dinger können mittlerweile viel, viel, viel mehr. Vor 20 Jahren hat man gesagt Kartenplotter oder Fischfinder. Mittlerweile ist sowas natürlich alles integriert und die Dinger können noch viel mehr. Das sind sozusagen Computer, so eine Art Tablet, nur für die Marine ausgelegt. Und sie können dementsprechend noch das NMEA, da oben steht es irgendwo, integrieren. Das ist sozusagen ein Netzwerk. Sozusagen muss man sich das vorstellen wie ein Netzwerk an Computern, die man damit verknüpfen kann. In diesem Netzwerk sind das aber nicht andere Computer, sondern sozusagen Sensoren, die den Öldruck abnehmen, die Motortemperatur oder vielleicht sogar den Füllstand vom Tank oder vom Frischwassertank oder vom Fäkalientank. Bäh. Auf jeden Fall können diese Geräte das alles anzeigen und sie können noch viel geilere Sachen. Und was man mit so einem Ding alles machen kann, zeige ich euch jetzt. Ich habe den Raymarine also an ein Netzteil angeschlossen und habe zum allerersten Mal ein Update gestartet. Dieses Update wollte aber ganz genau achtmal sich nicht installieren lassen und kurz bevor ich zum neunten Mal übergehen wollte und das Teil in die Ecke feuern wollte, ließ es sich dann installieren. Und dann sah es so aus. Jetzt haben wir das Teil hier mal angeklemmt. Da hinten läuft ein Netzteil. Und ich zeige euch mal, was ich eigentlich geil finde. Ich will gar nicht so viel labern. Geil finde ich an dieser ganzen Geschichte, dass man hier. Ich habe vorhin eine Drohne gestartet, was ich vorhin noch schon mal erzählt hatte. Man kann die DJI Mavic-Drohnen hier mit einpacken. Und jetzt kann ich sogar auf dem Kartenplotter sehen, wo meine Drohne ist. Natürlich sind das jetzt Demo-Daten, ich kann nicht so viel machen, aber wenn ich jetzt hier auf meine Drohne gehe, die jetzt natürlich nur ein Standbild anzeigt, das ist eingespielt, kann ich natürlich hier noch theoretisch die Drohne steuern, das sagte ich auch, aber ich kann jetzt aus Spaß mal, komm, umkreis mich Drohne. Jetzt sagt er, okay, ich umkreise dein Schiff in 3 Sekunden, zack, ich fliege jetzt zu deinem Schiff. Und das Geile ist, so wäre es jetzt in der Wirklichkeit. Boah, die Drohne kommt jetzt hier angeflogen. Weil mein Schiff ja die ganze Zeit mit den Demo-Daten fährt, kommt die Drohne aber jetzt zu mir gefahren und sagt, ich nehme Kurs auf dich. Das ist ja mal nur geil. Also ich meine, Hammer. Ich brauche das Ding gar nicht mehr steuern. Ich kann der Drohne einfach sagen, umkreis mich, film mich beim Fahren. Sehr geil. Finde ich, sowas finde ich geil. So, und das ist das, was ich meinte. Man kann mit diesen Geräten halt echt viel machen, außer einfach nur Fische finden. Das ist halt richtig cool. Klar, natürlich können wir hier solche Geschichten auch einblenden. Klar, für alle Fischis, hier 3D-Sonar und so weiter. Aber da gibt es halt schon tausende Videos, wie das funktioniert und wie man sich Sachen anzeigen kann und bla. Darauf will ich nicht weiter eingehen. Was ich jetzt halt noch geil finde von den Sachen, die ich vorhin erzählt habe, sind diese NMEA-Daten, ne? Batterie 11,1 Volt, das stimmt jetzt nicht. Das ist wie gesagt nur irgendwo hergeholt. Das ist jetzt nicht wirklich die Bordspannung. Er simuliert jetzt so Geber, als wäre da jetzt ein Stromabnehmer dran. Er simuliert jetzt, als würde die Maschine 900 Umdrehungen drehen. Er simuliert, dass die Trimklappen auf 4 und 8% stehen und so weiter. Angeblich ist mein Gang auch gerade neutral. Und mein Ruder ist eingeschlagen Richtung Steuerbord, sieht man auch. Ist cool gemacht. Ich kann mir das alles selber hindrehen, wie ich will. Das weiß man auch oft nicht. Ich kann hier jetzt einfach sagen, ich möchte hier aber irgendwie was anderes einblenden. Ich möchte hier die Tiefe oder ich möchte hier von meinem Boot, jetzt bin ich hier wieder rausgegangen, statt dem Kurs möchte ich jetzt hier aber, warte mal ganz kurz, die Mastdrehung oder die Drehgeschwindigkeit oder die Trimklappen oder das Rollen oder ich kann sagen, ich möchte die scheinbare Windkühle einblenden. Also es gibt für das NMEA-Netzwerk tausende von irgendwelchen externen Sensoren, Gebern, was auch immer. Und man kann alles eigentlich irgendwie hier einbringen. Und das wissen die meisten nicht. Also klar, die Hersteller wissen es alle und die großen Verkäufer wissen es auch alle, aber der Normalsterbliche weiß es nicht. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Hier zum Beispiel den Tank. 10% habe ich jetzt hier noch in meinem Tank. Ja, gut, das Ding fährt ja auch schon 1,5 Stunden. Hat hier einen Verbrauch von 362 Liter die Stunde. Das heißt, wir haben den 400-Liter-Tank hier wahrscheinlich schon fast leer. Ja, logisch. Wirtschaftlich, ne? Also, boah, wir sind hier bei 8000 Litern pro 100 Kilometer. Gut, Fuel ist leer. Der Tank, ich weiß nicht, was der zweite ist, der ist wahrscheinlich auch mit Null. Okay, und irgendjemand scheint sich öfter mal die Hände gewaschen zu haben auf unserer Tour, denn wir haben nur noch 60% Frischwasser da oben, fresh. Das können wir uns alles selber so hinbauen. Wir können diese Anzeigen uns selber so zusammenbauen, wie wir diese Anzeigen geil finden. Das heißt, ich kann hier auch einfach sagen, ja, ich möchte während der Fahrt, ne, Karte und
Motordaten haben. Ah, ich will hier aber jetzt irgendwie die Maschine. So, ne? So kann ich jetzt einfach fahren, weil mir das reicht vielleicht. Mir als Motorradfahrer. Ich möchte meine Daten des Schiffes und ich möchte meine Karte mit AIS hier zum Beispiel. Ne? Cool, richtig cool. Warum zeigt das keiner in seinen YouTube-Videos? Verstehe ich nicht. Das ist das, was ich gesucht habe. Radar, klar, habe ich nicht, werde ich wahrscheinlich auch nie brauchen. Dann hier Mann über Bord. Coole Geschichte, sieht man auch selten. Wenn ihr ein Funkgerät dran habt, also ihr habt einen Funkschein, ihr habt eine Kennung und seid per Funk und habt vielleicht sogar AIS, also die Übermittlung eurer Position und das Empfangen von Positionen, dann könnt ihr jetzt sagen, Mann über Bord. Das heißt, ey, die Alte habt ihr jetzt hinten von der Badeplattform geschubst, war natürlich aus Versehen und jetzt sage ich so mal, alles klar, die Alte ist echt rübergefallen. Wo denn? Ja, die ist bei Peilung 116 Grad West und ich bin jetzt, ja, Bereich 49 Fuß, keine Ahnung, das meint er wahrscheinlich, ich entfernt, ja, da oben steht's. Ich bin jetzt 75 Fuß entfernt, das ist jetzt Demo, deswegen Fuß, kann man natürlich Meter, so, jetzt sehe ich natürlich immer da oben, ist der Alarm. Diesen Alarm hat er jetzt automatisch über euer Funkgerät abgesendet, dass jemand über Bord gegangen ist. Das kann man so einstellen. Das heißt, das Gerät schickt quasi SOS. Und hier habe ich eine Piepung. Jedes Mal, Achtung, ist jemand über Bord gegangen. Jetzt sieht man, oh Scheiße, ist gar keiner über Bord gegangen. Irgendwie war nur die Frikadelle, die ich gegessen habe. Dann kann ich das natürlich zurücknehmen. Cool an dieser Geschichte. Ja, solche Sachen kann man machen. Yamaha-Motoren werden schon direkt unterstützt, ist aber das gleiche eigentlich wie diese NMR-Daten aller anderen Motoren. DocSense kann ich jetzt leider nicht anzeigen. Dort kann man mit einer Kamera oder mit einer speziellen Raymarine-Kamera kann das Boot mit einem Radarsystem, so wie beim Auto, einparken. Also wenn man ganz weit spinnen würde, könnte das Boot theoretisch sogar selber in eine Box fahren. Wenn man jetzt Bugstrahlruder, Heckstrahlruder, alles hätte und alles automatisch per Joystick funktioniert, könnte man das kombinieren und man könnte das Boot automatisch in die Box fahren lassen. Haben wir nicht. Yachtsense haben wir jetzt auch nicht, können wir uns auch nicht anzeigen in den Demo-Daten. Ist nochmal so eine eigene Yachtüberwachung. Raymarine ist halt für alles offen. Alarme kann ich gucken, welche unsere Melder oder welche unsere Geber haben irgendwelche Alarme. Ich sag mal jetzt, ich überwache vielleicht mit so zwei kleinen Temperatursensoren im NMEA-Netzwerk meine Batterien. Die werden jetzt viel zu heiß, weil draußen 30 Grad sind und ich schon 3 Stunden unterwegs bin. Und dann sagt er mir, oh Achtung, deine Batterien sind zu heiß. Das kann ich vorher einstellen. Ich kann sagen, melde mir, wenn die Batterien über 50 Grad kommen. Ist 50 Grad zu viel? Weiß ich nicht. Vielleicht kommen sie sogar dauerhaft über 50 Grad. Aber nur mal so kann man sowas machen. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Geschichte mit den Apps, was ich erzählt hatte. Netflix! Ist das geil? Ich kann hier Netflix anklicken. Klar, logisch, es ist jetzt im Endeffekt Netflix. Vielleicht ganz cool auf dem Angelboot, wenn man jetzt sowieso da vielleicht auf irgendwas wartet, guckt man da seine Serie. Ich auf dem Motorboot vielleicht nicht so ganz. Ja, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt brauche. Ist aber cool zu haben. Spotify finde ich persönlich ganz geil. Ich kann jetzt hier sagen, ich möchte das hören. Klar, hier sind keine Lautsprecher dran und hier sind auch keine Verstärkerelemente. Also hier ist kein Audioausgang dran. Du kannst hier keine Lautsprecher anschließen oder irgendwas. Dafür müsste man wieder Peripherie kaufen. Es gibt von Fusion Marine gibt es Radios, die können NMEA 2000. Die kannst du wieder ins Netzwerk integrieren und dann kann ich sagen, ey, abspielen. Dann spielt das unter Deck auf meinem Radio, über die Boxen an Deck und so weiter und so fort. Ne? So, und um das nachher dann abzuspielen, oder beziehungsweise wenn das jetzt gerade läuft, kann ich dann sagen, hier im Hauptmenü hatten wir Audio irgendwo, ist das jetzt weg? Hier, Audio, zack, ey, meine Mucke läuft jetzt hier, klar, ist jetzt nichts verfügbar, sind alle stumm, ich kann Gerät auswählen, ey, Demo-Unit, geht sogar, hier, zack, Demo-Unit 2, nicht stumm, ich möchte lauter und ich möchte Frequenz, hier, Sailboat Beats, wow, nein, ich möchte Smooth Beats, so. Kann ich sagen AM, FM, ich möchte Sirius, ich möchte, ach, ich kann sich jeden Scheiß, Bluetooth. Das können natürlich, muss das externe Gerät unterstützen, dieses Bluetooth, weil das ist nur quasi eine Steuerung. Aber ich finde es sehr cool. Wenn ihr IP-Kameras habt, ihr könnt euch IP-Kameras kaufen, könnt ihr vorne am Deck, also vorne am Bug und nach hinten, ach, dann könnt ihr eine Kamera verbauen und könnt beim Einparken sehen, wie weit ihr reinfahren könnt. Oder ihr könnt euch Augmented Reality Sachen anzeigen. Hier zum Beispiel ist ein Boot. Ah, ein Fischereiboot ist da irgendwo. Also wenn ihr jetzt in diese Richtung fahren würdet, würdet ihr irgendwann auch das Boot in Wirklichkeit sehen. Das ist aber cool. Also mit diesen Kameras finde ich eine ganz geile Geschichte. Könnt ihr euch natürlich auch 4 Stück machen. Dann können wir richtig übertreiben. Vorne, hinten, Motorraum. Sogar mit einer
FILIR-Kamera, also einer Infrarot-Technologie, Wärmebildkamera, kann ich sehen. Ja, die Batterien sind alle kühl, aber hier oben ist es ganz schön warm. Ja, da sind ja auch meine heißen Füße. Oder ich kann sagen, unter Deck, hier irgendwie in der Kajüte, da ist aber das Funkgerät, das eine, das ist ganz schön heiß. Und die Lampe leuchtet ja auch. Spinnerei, aber man kann im Endeffekt so viele Sachen machen und das wissen die meisten Leute gar nicht. Das finde ich einfach nur geil. Was mich jetzt dazu bewegt hat, das Teil zu kaufen, ist, es ist schnell. Die Oberfläche ist mega schnell, finde ich richtig gut. Das ist für mich wichtig. Ich kann soweit alles machen. Ich kann Spotify steuern, fand ich auch cool. Victron ist für mich noch wichtig gewesen. Ich habe an Bord ein Smart-Batterie-Management von Victron. Das ist so ein kleines Tool, der heißt BMV 712. Markiere ich euch mal unten in der Beschreibung. Den kann man, damit kann man Batterien überwachen und sehen, wie lange diese Batterien noch aushalten mit den Sachen, die ich gerade anhabe. Das heißt, ich gucke hier gerade Netflix und habe eine Beleuchtung an und noch meine Kaffeemaschine, meine 12-Volt Kaffeemaschine vielleicht. Und dann sehe ich, ja, wenn ich so weitermache und hier das Wasser noch eine Stunde kochen lasse, dann hält meine Batterie noch 30 Minuten. Das kann der anzeigen und das kann ich hier übernehmen, über diese Apps. Ne? Ja, ansonsten ganz klar die typischen Sachen, Kartenplotter an sich, Karten anzeigen, klar, das können die alle, Fischgeschichten können sie auch alle, aber das wollte ich euch mal zeigen. Diesen Geräten sind fast keine Grenzen mehr gesetzt, weil es, wie gesagt, sozusagen kleine Computer sind, die man mit allen möglichen Sachen über dieses Netzwerk speisen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen da, würde ich mich drüber freuen. Das sorgt auch dafür, dass die Videos bei YouTube von mir ein bisschen weiter nach oben kommen und auch die Leute, die jetzt nicht ganz so tief graben wie ihr, die mein Video gefunden habt, vielleicht das Video hier früher vorgeschlagen wird. Ansonsten könnt ihr gerne auch einen Kommentar da lassen, dann antworte ich darauf. Dann können wir nochmal gucken, falls ihr irgendwas wissen wollt, schauen wir einfach mal, antworte ich gerne darauf. Und wenn ihr richtig Bock habt, drückt ihr Abonnieren, dann verpasst ihr gar kein Video mehr, denn wir kommen ja dieses Jahr noch zu dem Einbau. Wir kommen dieses Jahr noch zu einem Schlauchboot-Test und einem geilen Schlauchboot, was ich mir ausgeguckt habe. Und noch ganz viele coole Sachen zum Thema Bootsfahren, Bootssaison, Booten, Campen, alles was mit dem Motorboot bei mir zu tun hat. Ich freue mich und sage danke.